Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Angekommen – Gesichter der Vielfalt. Heute dreht sich alles um das Thema Essen und kulinarische Spezialitäten. Begrüßen darf ich heute hier bei IBIS der interkulturellen Bildungsstätte Herrn Jan Jung, Frau Shelly Dasch. Ich heiße Sie auch natürlich herzlich willkommen. Zu meiner Rechten begrüße ich den Herrn El Kaku vom Alibaba und den Herrn Marokko von Mamma Mia. Herzlich willkommen. Guten Abend. Dann fangen wir auch gleich direkt mit Herrn Jung an. Und bevor ich Ihnen ein paar Fragen stelle, schauen wir uns einen kleinen Film zu Ihrem Restaurant an. Am Damm 22 ist ein kleines chinesisches Restaurant versteckt. Gemütlich eingerichtet mit viel Liebe zum Detail, gibt es eine kulinarische Rundreise durch China. Aber hier wird nicht nur gegessen. Nein, jeden dritten Donnerstagabend trifft sich die deutsch-chinesische Gesellschaft hier, um zusammen Mahjong zu spielen und sich auszutauschen. So, Herr Jung. Seit wie vielen Jahren haben Sie denn hier in Oldenburg Ihr Restaurant? Aber die ersten 10 Jahre habe ich gerade nur einen Lieferservice gemacht. Auch hier in Oldenburg? Hier in Oldenburg. Ja. Ein bisschen außerhalb von Zinnöhren. Ja. Und 2005, ich bin bei hier Innenstadtbereich Damm. Da hatte ein chinesisches Restaurant geöffnet. Ja, natürlich mit Lieferservice. Ach so, ja. Und wie kamen Sie auf die Idee, hier in Oldenburg ein Restaurant zu eröffnen? Also Ihr Restaurant heißt Shanghai. Shanghai, ja. Genau. Wie kamen Sie auf die Idee? Ja, weil ich komme aus Shanghai. Ja? Ja. Erzählen Sie mal. Ja, weil Küche ist mein Beruf. Haben Sie dann auch Koch gelernt oder haben ja, Sie was anderes ich gelernt? Bin in China Fachhochschule ausgebildet. Ja. Und nachher in 7 Jahren in einem Hotel gearbeitet. Und dann kam ich nach Deutschland. Ja, vielen Dank erstmal. Dankeschön. Ja, Herr El Kaku, Sie kommen ja vom Alibaba. Bevor wir auch gleich mit Ihnen sprechen, sehen wir auch einen kleinen Film über das Restaurant. Seit über 30 Jahren gibt es das türkische Restaurant Alibaba nun schon gegenüber der Uni Oldenburg in der Ammerländer Heerstraße 120. Das liebevoll eingerichtete Restaurant bietet eine große Auswahl türkischer Speisen an. 70% der Gäste sind Stammkunden und oft wissen die Restaurantbesitzer deswegen schon, was sie ihren Koch auftragen müssen, bevor die Gäste überhaupt das Restaurant betreten haben. So, wie waren denn Ihre Anfänge und seit wann sind Sie hier in Oldenburg? Also ich bin seit 1978 in Oldenburg und das Geschäft existiert seit 1978. Betreiben Sie das alleine? Ich betreibe das Geschäft mit einem Kompagnon, der Herr Orhan Yurum, der ist mein Partner. Der ist leider heute nicht dabei, aber er kommt heute aus der Türkei wieder zurück. Und wir machen das zusammen seit 1989. Ziemlich lange, ja. Das stimmt. Also eine Partnerschaft wie eine Ehe. Ich denke, wir können ja später noch näher drauf eingehen. Vielen Dank. Okay, danke. In stilvoll moderner Atmosphäre kann man in dem Restaurant und Café Shelly indischen wie europäischen Gerichten begegnen. Mit Raucherlounge und Terrasse ist für Schmöker wie Freiatmer Platz. Auch Catering bietet Shelly an, mit einer Vielzahl an kleinen und großen Köstlichkeiten. Natürlich alles frisch und bio. So, und dann haben wir natürlich Frau Shelly Dasch. Sie haben natürlich hier in Oldenburg auch ein Restaurant, das heißt auch Shelly. Warum heißt Ihr Restaurant eigentlich Shelly? So wie Ihr Vorname. Kommt von Freundinnenkreis, diese Empfehlung, dass man mich hier kennt, weil ich schon sehr lange hier lebe, seit 1980. Dann sagte man, du das Shelly diesen Namen gibst, dann wissen die schon, worum das geht und wo man alle treffen kann. Und in Ihrem Restaurant Shelly, da arbeiten Sie selber auch oder sind Sie da, sag ich mal, nur die Geschäftsführerin? Nee, ich arbeite persönlich auch, sehr häufig auch sogar in der Küche, auch bei Servicebereich. Ja, wo man mich braucht. Ach so, sind Sie gelernte Köchin oder haben Sie vorher was anderes gemacht? Ich bin überhaupt nicht gelernte Köchin, aber dafür bin ich leidenschaftliche Köchin. Bei mir haben die viele Köche auch schon gearbeitet. Ich habe noch ein Restaurant mit meinem Ehemann geführt in 1989 in Oldenburg.
erste Restaurant und danach hatte ich noch mehrere. Jetzt ist das seit 2008 September Restaurant Shelly in Donauschwerstraße geöffnet. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Marocco, Sie kommen ja von Mamma Mia. Ist ja ein typisch italienisches Restaurant. Was können Sie denn über das Restaurant erzählen? Seit wann gibt es das? So, der Restaurant Mamma Mia ist, sagen wir so, das schon 1977 ist aufgemacht von meinem Vater direkt. Ich bin sein Nachfolger. Mamma Mia war, sagen wir, wie das gehört habe und alles, eine für die ersten italienische Pizzeria in Oldenburg überhaupt. Dass mein Vater hat mit einer Kompagnon 1977, exakt im September, 8. September 1977 aufgemacht. Die war erstmal ein sehr kleines Lokal, richtig kleiner, warum war, jetzt ist der Mamma Mia ist ein bisschen größer geworden. In 1977 hat angefangen mit einfach mit 9 Tische einfach. Und dann in der Zeit, in der Zukunft hat sich immer neue renoviert, in jeder 5-6 Jahre hat sich immer renoviert und jetzt wir sind bei von 9 Tische, wir haben jetzt 21 Tische plus die Terrasse, das im Sommer ist, das haben wir auch eine große Terrasse, also gut entwickelt, aber am Anfang der Mamma Mia war richtig eine reine Pizzeria und eine kleine italienische Küche, aber jetzt wir Mamma Mia ist ein bisschen mehr als italienische Küche geworden als Pizzeria, wir haben immer die Pizza, bestimmte Pizza, aber wir versuchen die italienische Küche in allgemein richtig zu machen. Langsam. Ist nicht so einfach, aber wir versuchen richtig eine reine italienische Küche machen und nicht mit dieser Schnickschnack halbe italienische Sachen. Also original italienisch. Damit auch unsere Zuschauer einen kleinen Einblick über das Restaurant Mamma Mia haben, haben wir einen kleinen Film gedreht. Sehen Sie selbst. Kennen Sie die Pizzeria neben der Lamberti-Kirche? Natürlich, Sie meinen bestimmt Mamma Mia. Jeder kennt sie, die älteste Pizzeria in Oldenburg. Wer Lust auf Kulinarisches aus Italien hat, ist hier richtig. Pizza, Pasta und viel mehr. Einfach zu finden und super lecker, so auch die zahlreichen Gäste, die sich schon zur frühen Mittagszeit hier einfinden. Ja, wir haben jetzt 4 verschiedene Restaurants kennengelernt. Wie Sie wissen, haben wir heute das Thema Kochen. Und natürlich kochen wir auch hier live bei Ibis. Tali, was gibt's denn heute Leckeres? Ja, ich bin jetzt hier in der Küche von Ibis und hier wird schon ganz lecker und fleißig gekocht und gebrutzelt. Das kann man leider im Fernsehen nicht riechen, das riecht hier wirklich sehr, sehr lecker. Und ich frage hier einfach mal, was wird denn heute hier gekocht? Also jetzt, heute wird afrikanisch Essen gekocht, ja. Und da habe ich auch afrikanische Soße, das ist Sauce Arachide, das ist Erdnussbutter. Erdnussbutter? Ja, ja, mit Hühnchen. Ja, genau, Entenschinken. Dann dafür da erstmal den Topf auf den Herd hingebracht und dann ein bisschen Öl da drin und dann Zwiebeln, ja. Und dann Tomaten dazu und mehr Gemüse und die Erdnussbutter da und dazu und dann wird die Soße. Zusammen. Das ist quasi wie so ein afrikanischer Eintopf, kann man das so sagen? Ja. Ja. Und Elfenbeinküste. Aus der Elfenbeinküste kommt das Gericht, ja. Dankeschön erstmal. Das hört sich alles sehr, sehr lecker an und auch verlockend. So, dann haben wir hier, was machen Sie heute hier? Du Ido Cishmara Cediki? Khwarne, Jimurgot und Gotti war Cheke. Du Cishmara Ido Cediki? Shakiria Obrinj. Shakiria Obrinj? Shakiria Hila Irakia? Hila Surya? Surya Cediki. Khwarne, Mashur Jama. Obrinj, Shakiria Jimaste, Gosh Singa Afaruji. Ingatje? Afaruch. Brisk. Brinch o Taiwan Bivashi Nava Brinji. Brief o Chitka Nava Brinji? Maji. O Biberu Tawablu. Dann haben wir hier heute noch ein Gericht aus Syrien. Also das kommt aus dem aus Syrien und da werden jetzt hier erstmal ein paar Mandeln angebraten. Die kommen dann zu dem Reis mit noch ein paar anderen Zutaten dazu. Dann haben wir hier noch eine Fleischspeise. Karijagiwari aus Schmarawaki. Wer aber wo? Der gute ist Master. Master aus Singamrishke. Germane.
Also das ist jetzt quasi wie eine Soße. Das ist jetzt Hähnchenbrust mit Joghurt, Zwiebeln, Ei. Und das ist auch warm, das wird halt warm gemacht und das wird halt, ist halt wie eine Soße, kommt dann zu dem Reis dazu. Und wie horne du mal ich die Zimitschetki? Zimitschetki. قالك جا حزكن وزيما يا سوريا قالك يبان مشهور وقش قش يا حزك خوارنك معروف الجمع. Also dieses Essen, das wird auch sehr, sehr häufig gekocht. Also Ihre Kinder mögen das sehr, sehr gerne. Es ist ein typisches Gericht aus Syrien, was heute hier gekocht wird. Und ich muss sagen, das sieht alles sehr lecker aus und riecht auch wirklich ganz lecker. Ich freue mich schon auf später, wenn das fertig ist. Dann probieren wir alle kräftig. Genau, und heute haben wir natürlich hier auch noch wieder einen musikalischen Beitrag. Und der kommt heute von Hosan Şakır. Er ist 15 Jahre alt und macht seit 3 Jahren Musik. Und sein Titel, den er uns heute hier vorsingen wird, heißt Kurdistan. Şakır, du kannst gleich loslegen. نام سری دایکا دوبابا زون بو کردستان دل زارو کی زابا زون برو بابو گانی وابا اولا تیرن دو دل دویرز گالبی اولا تی خوشو خوشه دویرز گالبی کفن پرس دو خوین مشه بارکن جوان وارا کفن پرس دو خوین میشه برگن جوان وارم زو دو پیمانه تا زوز نو گری زون به گلی آخاره یه ویران گری نبسه تاسی وشینن حس رو گری اولا تیرن دو دلال دویرز گلبی اولا تی خوشو خوشک دویرز گلبی کفن پرست دو خوین میشه بارکن جوان وارا کفن پرست دو خوین میشه بارکن جوان وارا دایی کازه دایی هزار شیدا سون به موسیل و گاباری کل ها گیدا دایی کازه دایی میلیون شیدا کاروان آزادی برا خوش خوش تیجن پیش کفن پرس دو خویل میشه بارگش وان وارا کفن پرس دو خویل میشه بارگش وان وارا Ja, vielen Dank für diesen musikalischen Beitrag. Später hören wir noch einen weiteren Titel. Ja, kommen wir nun zu den vielen Leckereien, die wir hier auf dem Tisch haben. Fangen wir doch mal mit diesem Gericht an, Herr Elkaku. Ja. Können Sie das beschreiben? Was ist das für eine Spezialität? Das ist hier eine Vorspeise, besteht von Teigröllchen mit Schafskäse oder mit Gehacktem. Mit Gehacktem. Und das ist ein Fingerfood. Es ist Appetitanreger und ich gehe davon aus, das schmeckt gut. Sie kann gerne probieren. Das werde ich natürlich machen. Wo fange ich denn mal an? Ich nehme mal mit der Hand einfach mal so. Wie heißt das auf Türkisch? Börek. Börek, ne? Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich sehe hier in der Mitte platziert auch ein Teller. Der sieht interessant aus, sage ich mal. Ich sehe da eine Erdbeere, Salat, was Fleischartiges. Wem gehört das Gericht hier in der Mitte? Das kommt natürlich von Restaurant Shelly. Ja, können Sie das vielleicht mal kurz beschreiben? Ja, klar, kann ich das sagen. Das ist so
Restaurant Chili gibt es auch internationales Essen. Ja. Und spezialisiert euro-asiatische Küche. Mhm. Und ein bisschen Indisches haben wir auch, weil ich aus Indien komme. Ja. Da haben wir das in Boltini gefüllt mit den Schafskäse und Spinat. Und dann bei anderen Speck. Und das ist das indische Tandoori. Und das ist gebackenes Gemüse, heißt Pakora. Ja. Und da ist das Zucchini gerollt mit den getrockneten Tomaten und Käse, Schafskäse. Mhm. Und das ist hausgemachte Frischkäse. Und da ist das Tofu-Wäldchen mit Erdnussbutter. Und da ist das ein frischer Salat mit Erdbeer-Himbeer-Dressing. Oh, das hört sich alles sehr interessant und lecker an, auch die Kombination. Ist das jetzt typisch indisch oder haben Sie das schon gemixt? Wie ich sagte, das ist kein indisch, das ist auch kein indisches Restaurant. Deswegen habe ich das so versucht, die Gerichte, die bei mir gibt. Ja. Und wir haben auch saisonale Karte und regionale auch. Das ändert sich jede Woche, meine Speisekarte auch eins. Ach, und dann habe ich ganz kleine Speisekarte, wo die Leute immer wieder zurückgreifen können, was sie gerne mögen. Sonst habe ich jede Woche neue Speisekarte, das fängt ab Dienstag an. Ach so, also das heißt jetzt nicht, Sie haben nur indische Gerichte, nein, sondern das ist dann wirklich, wie Sie sagten, schon international, ja, also von allem etwas. Also ja, auch dann von allem für jeden etwas, was dabei. Aber ist alles hausgemacht, sogar ja, die Frischkäse auch hausgemacht. Und die ganzen Gerichte vorbereiten wir jeden Tag frisch und wir benutzen auch viele verschiedene Kräuter. Diese Kräuter zum Beispiel, gibt es die alle schon hier in Deutschland oder sagen Sie da so ab und zu, sind da so Sachen, die müssen Sie dann jetzt, sag ich mal, aus Indien dann bestellen oder wenn Sie nach Indien reisen, bringen Sie was mit oder wie ja, ist das? Diese getrocknete natürlich. Wir haben sehr viele Gewürze, die das aus Indien kommen. Ja. Die kann man mittlerweile auch deutschlandweit überall kaufen. Sonst, wie das man kennt, die frische Kräuter, Koriander oder so Beispiel, oder Zitronengras, das kann man auch bei Asialaden frisch kaufen. Achso, das gibt es dann hier auch, ja, das müssen Sie nicht extra nach Indien. Nee, dafür braucht man nicht, aber verschiedene Sachen, was da Exklusives ist, getrocknete ist, das bringe ich von Indien mit. Ja. Vielen Dank. Bitte. Ja, Herr Marocco, Sie haben uns ja wahrlich ein Kunstwerk mitgebracht. Würden Sie das mal kurz beschreiben? So, wir haben heute habe ich zwei Sachen gebracht. Wir Italiener, wir beschreiben die Küche. Das ist ein spezielles Gericht, ein Pasta-Gericht. Das ist ein typisches süditalienische Gericht. Wir müssen erstmal erklären, dass die italienische Küche ist, sagen wir, die allgemeine regionale Küche von Norditalien bis Süditalien. Das ist ein typisches Gericht von Campania. Warum diese Pasta ist, sagen wir, wie kann ich das? In Italienisch heißt Paccheri. Paccheri bedeutet, wenn wollen wir das in Deutsch übersetzen, die sind die dicke, breite Makaroni. Mhm. Das ist eine typische Pasta, das wird komplett in Campania gemacht, zwischen Neapel und Benevento, die Hauptstadt. Diese Pasta ist ein typisches Gericht, das wird einfach gefüllt mit frischem Thunfisch, mhm, und frischen Tomaten. Das wird einfach auf Bett ein bisschen Bechamel mit Pesto-Soße gemacht. Es ist ein Gericht, das wir Südländer essen wir sehr, sehr, sehr gerne. Und dazu habe ich als Italiener, warum die Italiener sind mehr bekannt für die Pizza zu backen als leidenschaftliche Pizzabäcker, ja. Ich habe eine klassische Pizza mit bestimmten drei Farben, rot, weiß und grün. Mit Parmaschinken, Rucola und Radicchio, das ist eine vegetarische Pizza mit Fleisch. Zusammen, dass wir diese Pizza essen, ist eine typische Pizza, das wird in jeder Region in Italien gemacht. Aber die Parmaschinken ist einfach die typische Parmaschinken, das von Emilia-Romagna kommt. Und das ist ein typisches, sehr Hochqualität-Produkt aus Italien. Das ist, am meisten. Aber die Pasta, denke ich, ist immer eine Sache, dass wir Italiener haben wir mehr in Herz als etwas anderes. Warum das? Also woran liegt das, dass Sie das mehr im Herz haben? Warum? Die Pasta ist eine Sache, dass in jeder Familie, bei uns zu Hause, Pasta ist die Hauptgericht, das wir immer essen. Dann fällt Pasta in eine Familie, bedeutet, das fällt etwas anderes. Okay, vielen Dank. Die werde ich natürlich auch später probieren. Ja, dann haben wir hier, Herr Jung hat uns natürlich auch was mitgebracht. Es sieht sehr grün aus, sage ich mal so.
Und ja, hier Jungs, Sie müssten das mal erklären. Das sind, glaube ich, Gurken. Ja, das erkennt man. Aber was ist das hier? Das sieht sehr interessant aus. Ja, das ist Seetang. Das ist Seetang? Mhm. Ja. Und wie haben Sie das jetzt zum Beispiel vorbereitet? Das kenne ich jetzt so gar nicht. Ist das ein Salat oder was ist das jetzt? Ja, ich habe mitgebracht drei Sorten. Das ist nur sag mal, für diese Saison. Ja. Weil ja, Gurke ist jetzt gerade Sommerzeit. Ja. Ist bei Shanghai, dass es allgemein viele gegessen werden, mhm. weil jetzt in China, das ist eine warme Zeit. Ja. Weil für lichtige, warme Hopfgang, die sind nicht so appetitlich. Ja, klar. Dann haben wir mhm. diese Saison viele, sag mal, verschiedene Kleinigkeiten. Ja, also so eher so Vorspeise. Vorspeisen, so eher so kühlere Sachen auch oder ja, nicht so unbedingt was richtig genau. Heißes, was man da jetzt am Essen kann. Drei bis vier Monate in Shanghai, das ist mir für Kaltvorspeisen. Kalte Vorspeisen, ja. Genießen wie ist das Wetter denn da so in Shanghai? Ist das schon sehr, sehr warm, dass man da jetzt, sag ich mal, jetzt so ein deftiges Essen da nicht essen kann? Jetzt, oder wie ist jetzt das? Jetzt ist es so, sag mal, 30 Grad ungefähr. Ja. Und dann immer wieder Herbst, das ist bis 39 Grad. Dann richtet sich das Essen so nach der so nach den Jahreszeiten, sage ich mal. Also ja, wenn so das ist eine dann schlimme Jahrzeit. Ach so, weil ja, die Leute hatten keinen Appetit, weil durch die Hitze und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Sehr wahrscheinlich, hoch. Ja. Und das heißt, tagsüber 39 Grad und abends ist 38 Grad. Ja, das klingt ja nicht so toll. Aber kommen wir mal wieder zum Essen. Das ist jetzt, haben Sie Seetang. Wie haben Sie das zubereitet? Das sind ja jetzt noch so ja, Sesam. Das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Das ist ja große Anweis, weil dieses trockene Wein. Achso, das bekommen Sie ja, trocken, ja? Ja, bekomme ich trocken, weil früher hier in Nordsee gibt es auch Seetang. Und ja, nachher ist es verseucht, das kann man nicht mehr essen. Das geht nicht, und, ja. Ja, gut, das ist sowieso das Risiko dabei. Ja. Dann bestellen wir von Hamburg. Diese große chinesische Lieferant, dann bekommt erstmal Anweis, da muss er nicht wieder abgewaschen, sonst ist es wieder Sand. Achso, ja klar, weil es aus dem Meer kommt. Ja. Und ja, einen Tag oder zwei Tage Anweis und dann. Achso, das dauert dann schon zwei Tage, die Vorbereitung. Ja, ja. Okay. Und dann sauber machen und vorgekocht. Ja, also das wird. Ja, das muss ist auch sein. Technikarbeit. Und darf nicht auch lange und darf auch nicht kurz. Ja. Also sag ich fasse das mal kurz zusammen. Das sieht jetzt hier sehr einfach aus vielleicht, hat aber eine lange Vorbereitungszeit, so wie wir das jetzt rausgehört haben. Weil es dann so dünn geschnitten ist. Ja, dann klar. Ist auch Arbeit. Und das ist jetzt auch typisch chinesisch oder typisch ja, aus der typische Region Shanghai speziell oder ja, auf das ganze Land Südchina. Mhm. Und das ist, sag mal, eine Tradition. Ja. Ist nicht ein neues Modell, aber ist eine einfach Tradition-Sache. Ja. Und alle kennenzulernen. Wir müssen immer sagen, wenn machen wir die richtigen, die typischen Produkte, die typischen Gerichte, das wir in Italien machen oder die in China macht oder in Indien machen oder irgendwo in der Welt in Asien. Hier in Deutschland wird immer anders gemacht als was in China. Ich finde, dass in der Gastronomie müssen wir auch zeigen, dass wir stolz sind an unser Land. Es ist egal wer. Wer Türke ist oder wer Chinesisch ist oder Italienisch, wir müssen stolz sein. Und ich denke immer, das müssen wir auch zeigen, was unsere Küche bedeutet. Und unsere Küche wird in unserem Land sicher und immer mit dem typischen Rezept von unserem Land, nicht von anderen. Hier in Deutschland viele Italiener, sage ich. Und ich weiß nicht, die Chinesen oder die anderen. Die Italiener haben versucht, die italienische Küche einfach aufpassen für die Deutschen. Mit viel Sahne, mit vielen Sachen, das überhaupt in unserer Küche gibt, aber wenig. Also sehr, Originalzutaten sehr wurden also meistens. Und da sind ein bisschen der Struktur von jeder Gericht wird ein bisschen anders strukturiert. Und das finde ich sehr schade, finde ich. Warum viele Leute, die kommen bei uns essen und sagen, das ist nicht ein typisches, das ist zum Beispiel die Carbonara, das ist ein typisches Gericht, das wir italienische Gericht. Das ist nicht die richtige Carbonara. Aber die Carbonara ist ein sehr simples Rezept, wo
wo muss nur einfach Spaghetti Carbonara oder Pasta, egal welche Pasta, mit ein Ei, Pfeffer, Salz und Basta. Und Basta. Es gibt nicht etwas anderes, wird nur einfach gerollt. Keine Sahne. Keine Sahne. Aber ich immer mit Sahne. Ich kenne das auch nur mit Sahne. Da fällt Sahne, das, ja. Fällt, das muss mehr Käse dabei sein, das muss überbacken sein. Und manchmal bleibe ich mit den Gästen, bleibe ich ein bisschen überrascht und sage, ja, wo haben Sie diese Carbonara gegessen? Und manchmal erzählt mir, ja, ich habe das da und da. Und ich weiß das, manchmal der Laden da weiß nicht ein richtiger Italiener. Und deswegen bleibst du ein bisschen traurig. Hm. Und kannst du auch nicht mehr was... Ja, was brauch, ja. In dem Moment, was antwortest du da? Sagst du, nee, ist nicht ein richtiger Italiener. Muss ich immer so einfach antworten. Manchmal kannst du das sagen, aber manchmal ist auch, sage ich, ich respektiere jeder Kollege. Ist egal, wer... ein italienisches Restaurant aufmacht, das kann Türke, kann Perser, kann alles sein. Ich respektiere alles. Aber muss einfach sagen, das ist unsere Küche. Wir versuchen, Italienisch zu machen, aber das ist nicht eine typische italienische Küche. Ja, gibt es vielleicht bei den anderen auch so ähnliche Erfahrungen, wie unser Herr das hier gerade gemacht hat? Also ist das wirklich so, dass man sich schon an die Gäste anpasst und sagt, okay, unsere Gäste mögen jetzt, das soll jetzt weniger scharf sein oder das soll jetzt, weiß ich nicht, andere Gewürze. Macht man das schon so, dass man sagt, okay, man hat jetzt diese Kundschaft, die möchte man natürlich auch nicht verlieren. Das ist ja auch ein Geschäft, man lebt ja davon, das ist ja auch, muss man ja auch bedenken. Wie machen Sie das zum Beispiel? Also in der Tat, wie der Kollege sagte, das Esskultur verbreitet sich. Und wie er sagte, also bei uns als Mittelmeerländer, wir haben sehr viel mit Tomaten zu tun, Tomatensauce. Ja. Wir haben nicht so viel mit Sahne. Ja. Wo wir nach Europa kamen, mehr mit Sahne, mehr mit Sauce Hollandaise und so weiter. Ich glaube, das Klima macht sehr viel aus. Und Natur, man muss sich mit der Natur anpassen. Also 1978, als der Laden geöffnet, Türken, das war unbekannt damals. Ja. Und ich weiß, dass mein Kollege lief damals immer in die Küche rein und kam schon wieder raus mit einem Stück Aubergine, um zu zeigen, was Aubergine ist. Also, weil die das nicht kannten, oder? Sie kannten Aubergine nicht. Oder Beispiel Wassermelone. Wer ist mit nach Hause gegangen mit einem ganzen Wassermelone nach Hause gegangen? Früher haben sie nur ein Stück Wassermelone gekauft und das war's. Nicht eine ganze Anstatt, wie man das ja eigentlich so aus der Türkei kennt. Oder wie die Dame sagte, mit Koriander, Beispiel frische Koriander. Ich habe früher nie frische Koriander hier kaufen konnte. Ja. Nur musste ich nach Hamburg, also Großmarkt und so weiter, um die frische Koriander zu bringen. Oder Petersilie, kennt ihr Petersilie? Wo gab es sowas? Also das war früher, sage ich mal, schon schwerer, an die Zutaten überhaupt heranzukommen. Die, sag ich mal, die typischen Zutaten und Kräuter der Region. Also heutzutage ist das schon einfacher. Also heutzutage, Gott sei Dank, die Entwicklung ist größer, der Transport, das Logistik kommt schneller da an und man kann sich in verschiedene Sachen anpassen. Mhm. Und ich kann ganz ruhig sagen, ich bin stolz, was wir da betreiben. Ja. Wir sind immer noch das erste Lokal, der Döner selbst herstellt. Und das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. Ja. Man merkt den Unterschied auch. Weil jeder weiß, auch Türken, Döner. Mhm. Wo ist akzeptiere da der ich. Unterschied? Also was schmeckt man da genau raus? Also gut, wir haben uns mit dem Döner angepasst. Das Spiel, wir machen das nicht aus Lamm, mehr aus Rind. Aber das reine Rind und wir stellen das selbst her. Wobei die fertigen Produkte, man kann das vom Geschmack, von Aussehen feststellen, wie das ist. Was mich noch interessieren würde, ist, was essen Sie denn eigentlich am liebsten so? Sie, Herr Jung, was essen Sie am liebsten? Oder was so sagen die, das esse ich, das mag ich besonders gerne. Das kann ja auch was anderes sein, muss ja nichts Chinesisches sein. Können ja auch sagen, ich mache gerne irgendwie Königsberger Klopse oder irgendwie sowas. Ja, natürlich mache ich auch gerne Döner. Beispiel, aber nicht Fälschung. Ja. Das heißt, ich habe auch ein paar italienische Kumpel. Das heißt, wenn ich Döner esse, was die esse ist. Ja. Ich gehe nicht jeder zu jeder Dönerbude und sage wegen 2 Euro billig oder so. Also Sie gucken da schon drauf, dass das auch gut schmeckt. Nee, Beispiel, ich esse auch italienische Beispiele. Das alles,
Ja, natürlich, ich habe mal ein Beispiel. Ja, ich gehe nicht zu einem italienischen Restaurant, sagte, ich möchte eine chinesische Sachen haben. Oder ich gehe zu einem türkischen Restaurant, sagte, ja, ich will eine französische Sachen haben. Das heißt, wenn ich will was haben, dann ich muss lichtiger mit diesem Land, diese lichtige Essen verbunden. Nicht, ich habe eine halbe Stunde, super. Hm. Was habe ich gegessen? Also, fast jeder gleiche, ne? Oder? Ja. Frau Dasch, wie ist das bei Ihnen? Was essen Sie am liebsten? Ist das auch eher so die indische oder die internationale Küche oder auch was Deutsches oder unterschiedlich? Eigentlich esse ich alles sehr gerne, wenn das sehr gut schmeckt und gute Zutaten sind. Ja. Aber ich muss lügen, wenn ich sagen würde, ich esse nicht so gerne indisch. Das natürlich esse ich sehr gerne. Aber ich bevorzuge das nicht unbedingt. Aber wenn ich 3 Tage keinen Reis gegessen, dann habe ich ein Gefühl, ich bin krank. Weil ich aus West-Bengal komme und da isst man jeden Tag Reis und Fisch und Linsensuppe und frische, viele, wir kochen so, unsere Esskultur ist das so, wir essen nicht nur mit einer Sorte, sondern wir kochen 5, 6 mindestens im Alltag so, ne? Vorspeise bis zum Nachtisch und so. Unsere Nachte sind meistens in Sommerzeit ein bisschen süß-sauer. So kann man auch mit dem Tomaten-Chutney machen Beispiel. Oder haben wir hausgemachte Joghurt Beispiel. Aber leider kann ich nicht, weil wegen der Zeit ist, kann man nicht jeden Tag 5, 6 verschiedene Gerichte essen hier. Da werde ich auch anderes aussehen. Da muss ich aufpassen. Aber ich esse sonst sehr, sehr gerne verschiedene Küche. Ich probiere das alles aus selber auch. Und apropos von den Kräutergeschichte kann ich nur ein kurz erzählen. Ich hatte 89, wo ich mein erstes Restaurant hier mit meinem damals Mann aufgemacht, wegen dieser Koriandergeschichte. Wir hatten jemanden auftragt, einen Kräutergarten, und sie machen jetzt richtig mit Koriander gute Geschäfte. Ah. Damals haben die für uns gemacht. Und diese Kräuterei ist sehr vegan in Oldenburg. Und damals habe ich sehr, sehr viele Leute beigebracht, das sind Koriander, die haben gesagt, oh, das riecht nach so, dann riecht nach Ingwer, Beispiel nach Seife. Aber dann habe ich die viele Freunde beigebracht, das kann man so und so. Die kochen auch zu Hause sehr gerne, alles Mögliche. Ingwertee kenne ich zum Beispiel. Ja, viele sagen, Ingwer riecht nach Seife und Koriander mag ich nicht, trockene ja, grüne nicht, aber mittlerweile sagt man, solche Gemüse kann man überall oder Kräuter überall kaufen. Wie Sie sagten, 1980 gab es gar keine Gemüse, was ich kannte. Ich hatte nie irgendwo Restaurant zum Essen gegangen. Was denn zum Beispiel? Jetzt sagen wir so eine Gemüseart. Zum Beispiel, ich war damals Vegetarier und für mich gab es nirgendwo, was ich essen konnte. Und in Indien trinkt man kaum Alkohol. Dann musste ich immer aufpassen, welche Alkohol, welche Zutaten. Ja. Und dadurch ist das noch leidenschaftlicher, ist meine Esskultur geworden. Ich habe kennengelernt die verschiedenen Küche. Ich esse gerne natürlich auch Türkisch, durch die türkische Freundinnenkreis oder Italienisch sehr gerne, sogar auch Chinesisch sogar sehr gerne. Alle essen alles gerne. Ja doch, so, das tue ich schon, wenn gut schmeckt. Ja, das durch diesen Beruf. Ne? Ja. Ja. Wir können nicht sagen, nur in der eigenen Landsliebe, wir sind diese Patrio, aber nicht. Auch so, sagen wir, die Liebe zum Essen auch. Also man muss ja schon eine gewisse Leidenschaft auch fürs Essen aufbringen. Ich meine, klar, wenn jetzt mein Vater, sag ich mal, ein Restaurant hat, wie das jetzt bei Ihnen im Fall ist, da rutscht man jetzt so rein oder haben Sie jetzt gesagt, nee, ich bin mit Herz dabei und Leidenschaft und ich mache das jetzt? Oder wollten Sie was anderes? Ich bin in Italien erwachsen und die italienische Küche habe ich kennengelernt von meiner Oma und von meiner Mutter. Weil meine Oma war eine sehr gute Köchin. Und meine Familie sind alles Gastronomen, alle. Von Schwester von meinem Vater bis der letzte Bruder. Und das ist einfach in der Familie hat sich das alles entwickelt, auch trotzdem, dass ich ein anderes Studium gemacht habe. Ja. Warum in Italien? Ich habe BWL studiert und nicht in der Gastronomie. Ich bin einfach eingestiegen in der Gastronomie wegen vielen Faktoren, wegen vielen Sachen, dass mich die Leidenschaft von der Gastronomie war immer in meinem Blut. Und habe ich mir immer versucht, mich zu verbessern. Warum die italienische Gastronomie ist nicht nur Küche, aber wir müssen alles, jeder Produkt kennen. Und ich habe mich entwickelt mit Weinen zum Beispiel. Warum ich mache gerne die Bereich von Weinen und die Weine kennen, wie die Weine gemacht sind und warum die Weine haben solche Geschmack. Und habe ich zu
zum Beispiel Wein zu probieren und nabinieren mit Essen ist meine Arbeit. So, damit Sie das, sag ich mal, den Gästen auch direkt dann ja, ich kann auch manchmal sagen, mit vielen Gästen sage ich, der Wein passt nicht gut, was sie gerade isst. Warum, und erklären auch warum, weil es gibt immer bestimmten Faktoren, dass ein Rotwein mit 13,5, das ist eine bestimmte Trauben, passt besser mit einer bestimmter Gericht Fleisch als andere Gericht Fleisch. Muss auch harmonieren. Also da muss auch ein bisschen harmonieren, das schmeckt auch besser. Und da ist auch meine Arbeiten hat sich so entwickelt, warum ich mache gerne, mich zu verbessern. Ja. Ich will das ist ja auch, sag ich mal, was Qualität da nochmal so auszeichnet, sag ich mal. Das ist, hat man ja eigentlich eher nicht. Also so, ich gehe auch mal gerne essen und dann kriegt man halt die Karte, guckt drauf und sagt, ja, man nimmt eigentlich das, was man eigentlich kennt. Und wenn man dann zum Beispiel jemanden hat, der einem das so erklären kann, das passt zu dem Gericht, finde ich echt, find das super. Ich versuche mit jeder Gast langsam das zu einfach zu erklären. Jeder muss nicht unbedingt essen, was ich sage. Das ist, will keiner, Gottes Willen will keiner das nicht. Aber eine Empfehlung nur zu erklären, dass es eine gute Gericht zum Essen, Qualität sehr frisch und so, kann ich immer das sagen. Und wenn das Gast ja sagt und probiert, dann werden wir sehen, wenn haben wir einen guten Job gemacht oder nicht. Ja. Das ist auch. Ja, vielen Dank. Ja. Kommen wir nun zu einem weiteren musikalischen Beitrag. Wir hören jetzt nun den zweiten Titel, Vedeli von Hosan Şekil. Ja, kommen wir nun zu unserer Abschlussrunde. Herr Elkaf, was haben Sie für Wünsche für die weitere Zukunft, vielleicht für sich und Ihr Restaurant? Also für uns, dass wir gesund bleiben, in erster Linie. Hoffentlich. Und das Geschäft so weiterläuft, weil ich bin der Meinung, dass Alibaba ist ein Stück von Oldenburg geworden, ein Stück von der Uni Oldenburg auch und dass es so weitergeht. Hoffentlich. Wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Herr Marokko, Ihre letzten Worte nochmal zu Mama Mia vielleicht, zu Ihrem Restaurant, zu Ihren Wünschen, jetzt als neuer Inhaber. Ich denke nur einfach, jeder denkt an sein Geschäft wie seine Lieblingstochter oder Sohn. Ne? Ich wünsche nicht wünsche, wie das jetzt alles läuft. Ich wünsche nur alles, dass in der Oldenburger Stadt die Gäste, dass nicht nur Mama Mia, hat nichts zu tun mit Mama Mia. Ich hoffe nur einfach, dass die Oldenburger oder auch die Touristen einfach in unsere Stadt immer mehr kommt. Und warum? Ich denke, dass Oldenburg eine sehr schöne Stadt ist und haben viele Möglichkeiten zu kennen und zu zeigen, wie unsere Gastronomie gut aufgestiegen ist. Warum die Küche, die Gastronomie muss noch mehr oben gehen. Es gibt verschiedene Läden, das erste klassische Mittelrestaurant, aber
ich denke, dass die Gastronomie in Oldenburg muss sich richtig, hat sich gut entwickelt und muss noch mehr weitergehen. Und ich wünsche alles an meine Kollegen das Beste, weil muss auch so sein, weil wenn die Gäste alle zufrieden sind, wir können alle zufrieden sein. Ja, ich denke, das waren schöne Worte. Frau Etasch, möchten Sie auch noch ein paar letzte Worte in unserer Sendung sagen? Ich glaube, die alle haben anderen beiden schon fast alles gesagt. Aber ich wollte das sagen. Erstmal, ich bedanke mich bei Ibis und bei den Gästen, die heute geduldig und zugehört haben. Und ich denke, wegen uns, auch die anderen, die heute nicht hier sind in Oldenburg, Restaurant aufgemacht, Sicherheit, eine Version, dass da vor Oldenburg was getan haben. Oldenburg ist seit 1980 bis jetzt, wenn ich das vergleiche, ist das wahnsinnig entwickelt dadurch, durch auch die vielen Immigranten hier in Oldenburg. Und das ist vielfältig geworden, politisch auch sehr viel verändert hier in Oldenburg. Wir haben auch mittlerweile sehr viele Richtungen, wo wir weiterentwickeln kann. Dafür gibt es auch Stadt Oldenburg, tut was dafür, denke ich, oder würde noch mehr tun. Was wir machen kann allgemein durch unsere Essen, dass da viel mehr Leute in Oldenburg rein sind oder die andere Berufe haben, dadurch die Oldenburg noch mehr interessant werden. Herr Jung, was können Sie uns dann noch zum Abschluss sagen? Ja, liebe Kollegen, alles habe ich schon gesagt. Ne? Ja, ich wünsche Leute alle gesund bleiben. Ja. Gute Geschäfte, alle unsere Kollegen. Oldenburg wird immer noch besser. Und bei uns, die deutsche chinesische Gesellschaft, in unserem Haus, dann muss noch mehr Leute kennenlernen und noch mehr Spaß haben. Ja, vielen Dank. Das war ein guter Beitrag zum Schluss. So, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. In der Küche steht das Essen schon bereit, das ist schon fertig. Ich rieche das schon die ganze Zeit. Hier stehen auch ganz viele Leckereien. Wir werden uns jetzt gleich und die ganzen Gäste ja auch über die Leckereien hermachen. Sie zu Hause können entweder selber was kochen oder aber auch, ich habe glaube ich eine viel bessere Idee, Sie zu Hause kommen jetzt einfach nach Oldenburg, entweder zu Mama Mia, zu Alibaba, zu Shelly oder ins Shanghai. Und die nächste Sendung findet statt am 4. Juli. Und da geht es um den Afrikatag. Tschüss. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.